Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei mir auf meiner Seite. Ich habe heute die liebe Patricia eingeladen zu einem Gespräch und ich möchte gerne gleich meinen Redestab quasi zu dir rüberreichen, liebe Patricia. Wer bist du denn? Ja, danke für die Einladung, Bettina. Ich glaube, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Nicht nur, dass wir Frauen sind. Ich glaube, uns beschäftigt einfach auch das Thema Frau sein sehr im Leben und in dem, was wir tun. Und ich bin ursprünglich Wissenschaftlerin, habe Chemie studiert und molekulare Medizin, dann mein Doktorat gemacht. Und ich beschäftige mich vor allem mit den Heilpflanzen, also mit den Frauenheilpflanzen, aber auch im Allgemeinen einfach mit der Heilwirkung von Pflanzen. Ich leite eben die Heilpflanzenakademie. Und ja, bei mir dreht sich alles um Natur, um Wildsein, um Freisein, um ja, die Verbindung mit der Natur, das Wiedererinnern, das Wiederentdecken von dem, was wir eh alle auch wissen, so ein bisschen. Ja, voll schön. Ja, so wie du sagst, da verbindet uns ja schon sehr viel. Also nicht nur, dass wir Frauen sind, aber dass wir uns beide auch sehr gerne in unserem Arbeitsfeld mit Frauen beschäftigen. Genau. Und also du sitzt ja da gerade im Naturgarten, mehr oder weniger. Deine Location schaut ja sehr, sehr einladend schon aus. Was für eine Bedeutung hat für dich eigentlich die Natur? Viele von uns sind vielleicht in der Stadt aufgewachsen. Ich bin selber in Wien aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Was für einen Bezug hast du zur Natur? War das immer schon da? Magst du da ein bisschen was erzählen? Also ich bin auch so ein halbes Stadtkind, würde ich sagen. Ich bin auch großteils in Wien aufgewachsen, aber meine Großeltern haben beide am Land einfach ein Haus mit einem großen Garten und immer einen Bauerngarten und immer die Kräuter. Und das war ganz normal, da mitzuentdecken und Gänseblümchen zu naschen und auf Bäume zu klettern und Lindenblüten zu pflücken und Holunderpfeiferl mit dem Opa zu basteln. Also es war einfach ganz normal in meiner Kindheit auch nebenbei natürlich, aber auch in der Stadt findet man einfach die Natur rund um sich, überall, wo man ist. Also wenn ihr jetzt rundherum was hört, natürlich habe ich auch Nachbarn, die tun auch Rasen mähen und hämmern und klopfen. Also egal, wo man ist, man hat immer so ein Stückchen Grün rund um sich. Und ich finde, das Wichtigste ist noch die Erinnerung, dass die Natur in jedem von uns steckt. Also wir bestehen ja aus 100% Natur. Nichts an uns ist ja irgendwie künstlich von Haus aus machbar. Ja, vielleicht hat man mal ein künstliches Gelenk irgendwie, hoffentlich nicht, aber das sind halt sozusagen kleine Ersatzmittel, die wir haben können. Aber an sich bestehen wir zu 100% aus Natur und es geht gar nicht ohne die Rhythmen der Natur, nicht nur der Zyklus der Frau, gemeinsam mit dem Mondzyklus, Tag und Nacht, allein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sind einfach was, was jeden Tag begleiten. Wir müssen schlafen, wir müssen wach sein auch. Es bedarf dieser Balance von Aktivität, von Ruhe. Ich finde, die Jahreszeiten sind für mich auch so ein ganz ein wesentliches Sinnbild. Und wenn man damit mitlebt, dann ist es ganz egal, finde ich, ob man in der Stadt ist oder im tiefsten Wald. Es ist überall Frühling, Sommer, Herbst und Winter und noch viel mehr dazwischen. Also das ist was, was mich einfach so fasziniert. Es gibt ja eigentlich auch 10 Jahreszeiten. Die meisten, also kennen du ja jeder die 10 klassischen Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich finde es so faszinierend, und das ist so ein ganz ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit auch, die Natur noch genauer zu beobachten. Und dadurch lernt man so viel über sich selbst, finde ich. Also es gibt eben 10 phänologische Jahreszeiten, wenn man auf Phänomene achtet. Jetzt eben die Holunderblüte. Die leitet eben den Frühsommer ein, die Lindenblüte dann, den Hochsommer. Also immer wenn etwas passiert, ein Phänomen, beginnt eine neue der 10 phänologischen Jahreszeiten. Und ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man so viel über sich selbst lernen. Und natürlich werde ich immer achtsamer in jedem Jahr, bemerke ich noch immer mehr, aber eben auch über einen selbst. Also das ist eben diese Ruhephase, die im Winter sich in der Natur abbildet, die kennt ja auch jeder von uns. Und im Frühling dann diese Hochzeit wiederum im Mai, die Mainfeste, die früher quasi sinnbildlich dafür waren, wenn die Natur in voller Blüte ist, die spürt ja auch jeder von uns zu gewissen Zeiten, natürlich nicht immer ganz kohärent zu den Jahreszeiten, aber einfach diese inneren Mainfeste und diese Freudenmomente und dann eben auch wieder diese, ja, zyklusabhängig manchmal, aber eben auch Jahreszeiten und einfach Stimmungs- und Lebenszeiten abhängig, die verschiedenen Phasen. Und das finde ich so faszinierend, dass man dafür eigentlich sehr wenig braucht, außer sich selbst und die Natur. Und das ist für mich eigentlich auch eins. Also das kann man gut spiegeln. Da gibt es die klarsten Botschaften, wenn man rausgeht in den Wald, in die Wiese, eine Blume anschaut. Also da kann man so viel lernen und ja, es steckt einfach auch ganz viel Wissen drin. Das ist die Wissenschaftlerin in mir, die sieht dann auch noch natürlich die Heilwirkungen und die Wirkstoffe und wie man das alles am besten macht. Dann gibt es diese faszinierte Frau in mir, die einfach nur sagt, wow, schau, wie diese Blüte sich öffnet. Und auch das ist einfach ein Glücksgefühl.
Ja, voll, voll. Also ich merke, wie du auch wirklich von innen her brennst für die Natur. Und ob das jetzt ein Gänseblümchen ist oder ein Baum oder was auch immer, nicht so. Genau, weil auch jedes Lebewesen seine Geschichte hat und seine Art und Weise hat, wie es lebt und wie es miteinander mit anderen Pflanzen kommuniziert und, und. Genau, ja, das ist so sinnbildlich und manchmal fühlt man sich vielleicht wie ein kleines Gänseblümchen und manchmal fühlt man sich wie eine Sonnenblume und genauso ist es natürlich mit den Tieren und wenn man beobachtet, ich finde es oft ganz spannend, ich habe da auch recht viel so kleine Trockensteinmauern und was da sich dann für kleine Echsen zum Beispiel zeigen, da komme ich mir vor, wie in einem Dinosaurierland vor Jahrmillionen Jahren. Man vergisst das oft so in der technisierten Welt und wenn ich selber dann in meinen Laptop wieder reinschaue und am Handy und auf Instagram und überall bin, dann ist man so in einem Bildschirm drin und dann plötzlich höre ich es rascheln und sehe Dinosaurier vorbeiflitzen. Also das ist wirklich einfach ja, ein Glücksgefühl, da muss ich dann selber oft schmunzeln und denke mir, ja, jetzt sei mal wieder ganz da und nicht nur sozusagen auf den Kanälen. Man ist dann so schnell abgelenkt einfach davon. Aber man ist auch so schnell wieder draußen, sobald man einen Schritt raus macht. Cool. Du hast jetzt auch etwas sehr Interessantes angesprochen, ebenso wie dieses Gänseblümchen, das man vielleicht gerade sein möchte, nicht diese kindliche Energie. Man könnte ja auch einfach, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das sogar schon oder vielleicht hast du das schon gemacht, dass man die Blüten oder die Pflanzen nach den Archetypen bestimmt. Das wäre auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Was ansprichst, eben ich habe ein Frauenkräuterbuch auch geschrieben, Wilde Kräuter für Mutter, Ah. sogar da, und da ist das auch ein wesentlicher Aspekt davon. Also eben, ich finde, die Archetypen sind ganz klassisch für uns, also einfach für unsere Lebensphasen natürlich. Wir sind in der Kindheit, Jugend, im Erwachsenenalter, dann die Weisen. Und ich sehe dann noch als fünften Aspekt die Wilde, quasi die wilde Frau, dass in uns das jederzeit auch wechseln kann, die mal ganz weise ist und dann wieder ganz verspielt. Und in dem Buch orientieren sich eben die Heilpflanzen auch an diesen Archetypinnen. Es gibt Oh, eben schön. auch natürlich die Schwangerschaft und dann eben auch der Wechsel. Die sind ja auch symbolisch alle für diese Phasen. Und da gibt es jeweils fünf Heilpflanzen, die sozusagen für den Zyklus gut sind, also für diese sozusagen erste Phase, dann für die Schwangerschaft, für die Geburt, für den Wechsel und einfach für immer im Frauenleben. Und da gibt es ganz typischerweise, also wirst du sicher kennen, den Beifuß, der ist für mich so eine ganz typische weise Pflanze. Das ist so die Verbindung von der Weisheit und von dem allen, was, ja, was früher gewusst wurde, was immer schon in uns drinnen ist und was aber auch jedes Kind schon irgendwie in sich hat, wenn es einen ganz genau anschaut und eine Frage stellt, die man als Erwachsene manchmal gar nicht so genau beantworten kann, weil die so ein Wissen bedarf, das man noch nicht wissen kann, das eher aufs Gefühl spielt. Und eben ja, das Gänseblümchen ist sicher eine kindliche Pflanze, die ist jetzt da nicht drinnen in meinem Buch, aber absolut würde ich genauso sehen wie du. Ja, sehr spannend. Also man könnte jetzt glauben, dass wir das jetzt besprochen haben. Ja, ich muss auch Das ist lachen. jetzt wirklich gerade im Gespräch einfach da gewesen. Voll schön. Schauen, ich habe da irgendwo auch so eine kleine Skizze eben von den Archetypen und ich liebe einfach Geschichten und Märchen und das ist für mich auch was ganz Wesentliches. Da habe ich die fünf Phasen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. So ungefähr, ups. Ja, kann man sehen. Ja. Die Magierin, die Liebende und mit den fünf Phasen eben. Und da gibt es für mich dann auch ein paar Märchen drinnen. Ich finde, das ist auch was, wo man was so ein weiblicher Aspekt des Lernens, des Geschichtenerzählen. Jetzt heutzutage wird man modern sagen Storytelling, aber das ist einfach das, wie früher das Wissen auch transportiert wurde von Frau zu Frau, von Generation zu Generation. Also, Ich ja. sage auch immer, also eines der ältesten Rituale sind Geschichten erzählen Genau. und auch das Singen, nicht? Das wurde auch also nicht nur für Rituale und Zeremonien verwendet, aber es wurde ja auch das Heilsingen bei den Kindern schon praktiziert, nicht? Wenn das kleine Kind liegt, am Groß. verletzt ist und so, Ja. nicht? Ja, genau. Ich finde auch oftmals so schön, wie die alten Rituale sich einfach so halten. Wir sind ja jetzt in der Zeit rund um von Leichnam, eben nach Pfingsten, das Fest quasi, wo der Heilige Geist, wie auch immer, sozusagen über die Kulturen sich verbreitet, in uns stabilisiert. Und dass man da eigentlich sogar sozusagen in der christlichen Mythologie auch Blumenbilder auslegt, Blumenteppiche, Prozessionen und in alle vier Himmelsrichtungen Gebete singt. Das ist einfach, ich merke einfach in jedem Ritual, egal aus welcher Kultur, egal in welchem Glaubenssystem man ist, egal wo man sich selber sieht, es ist alles naturverbunden und das hat immer zu tun eben mit diesen ursprünglichen, ja, Ritualen, mit Singen, mit Beten, mit Tanzen oftmals, auch mit ganz tiefer Ruhe und mit Pflanzen. Und das ist irgendwie was ganz was Faszinierendes für mich. Das findet man in jeder Kultur und immer spielen Pflanzen, Kräuterbuschen. Ja, das ist Maria Himmelfahrt, die ganz typische Kräuterfrauen-Sammelzeit dann ab Mitte August. Da gibt es so viel rundum und das finde ich einfach so spannend. Jeder findet seinen Zugang, habe ich das Gefühl, in der Natur manchmal. Bei mir sind eben so, wie du schon gesagt hast, es sind auch eher weniger Männer bei mir einfach dabei, egal ob in den Kräutern oder so, die werden manchmal mitgenommen.
Aber selbst da habe ich das Gefühl, die finden dann wieder einen anderen Bezug, oftmals eher über die Baumheilkunde zum Beispiel. Das ist was Männer dann oftmals mehr interessiert. Oder eben natürlich auch sehr individuell, das kann man jetzt auch nicht generalisieren, finde ich, weil Baumheilkunde ist auch für Frauen was total Spannendes, wohingegen natürlich Kräuterkränzchen auch für Männer spannend sein können. Aber einfach jeder findet seinen individuellen Bezug, finde ich. Und das kann eben das kleine Gänseblümchen sein oder die riesengroße Eiche. Oder also das ist so auch eben phasenabhängig. Mhm. Ja, voll. Du erwähnst ja auch etwas für mich sehr Wesentliches, nämlich auch in meiner Arbeit, weil es kommen viele Frauen zu mir und sagen, hilf mir herauszufinden, wer ich wirklich bin, in meiner ursprünglichsten Essenz. Und dann gibt es wiederum Frauen, die nach dem Sinn in ihrem Leben suchen, nicht? Und dann können zum Beispiel solche Rituale sehr unterstützend sein, ja, die mit Symbolen, mit Gesang, mit Naturwesen in Verbindung zu bringen und mit einzuladen und dergleichen. Oder einfach rauszugehen in einer Vollmondnacht in den Wald mal. Natürlich sich sicher zu fühlen, jetzt nicht in einer Panikzone, quasi aus der Komfortzone vom Fernseher direkt sich hinaus in den dunklen Wald zu stürzen, aber einfach in einem sicheren Setting auch. Ich finde, die Natur ist einfach Geborgenheit und Klarheit und all das, was wonach man sich oftmals sehnt, einfach in einer technisierten Welt voller Bildschirme und ja, aufregend. Also ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Geschichte heraus, also wie ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich gesagt, in den Wald würde ich niemals alleine gehen, würde ich mich viel zu sehr fürchten. Ja? Also ich bin ein Mensch, der sehr viele Ängste aufgrund meiner Geschichte einfach schon mehr oder weniger mitbekommen hat in die Wiege, obwohl ich jetzt ganz liebe Eltern gehabt habe und so weiter. Und trotzdem waren ganz viele Ängste da. Und wir sind vor 17 Jahren, 16 Jahren sind wir hier rausgezogen nach Gablitz an die Stadtgrenze von Wien, in den Wienerwald. Und ich weiß noch, so die ersten ein, zwei Jahre hat es mich überhaupt nicht in den Wald gezogen. Und Stück für Stück, also weil ich ja ganz brauche nur ein paar Schritte gehen und bin schon im Wald, nicht? Schritt für Schritt habe ich es geschafft, aber gar nicht bewusst und nicht mit einem Ziel, sondern wie wenn der Wald mich gerufen hätte und gesagt hätte, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Komm herein, mein Kind. Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist genauso. Und heute wandere ich mit meinem Hund stundenlang durch den Wald, ja, und entdecke die schönsten Plätze oder setze mich mal neben einem Baum und komme einfach in die Ruhe und in die Stille und genieße einfach das, was da ist. Und mittlerweile, Gott sei Dank, kann die Wissenschaft ja schon davon erzählen, dass der Wald ein sehr heilsamer Raum ist. Also für alle Menschen, die unter Depressionen leiden, die Burnout haben, die möglicherweise Krebs haben oder einen Herzinfarkt hinter sich haben und. Da kann ich nur diese Empfehlung aussprechen und du wirst wahrscheinlich das von der Wissenschaft noch ein bisschen vielleicht dann erläutern können. Ja, das geht hinaus in die Natur. Der Wald ist der Ort, der dich unterstützt in deiner Heilung. Es ist nicht das Handy und es ist nicht der Ratschlag von irgendjemandem anderen, von einem Therapeuten, von einem Arzt oder sonst was. Es ist die Natur selbst, die heilt. Absolut, so wie du das sagst. Forest Medicine ist ja der Forschungszweig, also Waldmedizin genannt. Und da weiß man mittlerweile so viel und doch würde ich sagen so wenig. Und das ist, finde ich, das, was mich auch als Wissenschaftlerin so fasziniert. Man kann viel Erkenntnis theoretisch quasi Wissen gewinnen. Und trotzdem spürt jeder ganz einfach, wenn man rausgeht, man riecht den Duft von einer frisch gemähten Wiese oder eben im Wald nach einem Regentag. Das ist so ein Wohlgefühl und man kann es mittlerweile eben auch messen, gerade die Terpene in der Waldluft, die stärken das Immunsystem. Man weiß, wie du sagst, die Heilung passiert viel schneller nach Operationen, wenn jemand nur auch ins Grüne in den Wald blickt. Also da gibt es ganz viele Forschungen mittlerweile und trotzdem das Gefühl sagt es uns ja ohnehin. Also das ist einfach, glaube ich, diese Kombination, in der wir oft leben, zwischen eben der Ratio, dem wir wollen was wissen und wir wollen irgendwie da einen, sag mir meinen Sinn, jetzt wenn du das vorher angesprochen hast, dass viele dann sagen, ich würde das gerne wissen, ich würde das gerne wirklich klar sehen und dem Gefühl, dass immer da ist und das manchmal nur ein bisschen sozusagen verschollen ist. Und für mich ist das auch einer der schönsten Momente, draußen zu sein mit Menschen und dann auch zu merken, da gibt es eine Erinnerung, das ist so, je nachdem natürlich, wer da ist und wie viel Wissen da ist, das ist ganz unabhängig davon. In jeder Gruppe gibt es diesen Moment bei einer Kräuterwanderung, bei egal welchem Naturworkshop, wo man kurz stehen bleibt. Irgendwer bleibt stehen. Ich merke das jetzt mittlerweile schon ein bisschen früher. Dann wird die Person manchmal so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so ganz bei sich und jeder merkt, jetzt ist irgendwas los und dann sagt irgendwie,
ich kenne den Geruch. Woher kenne ich den Geruch? Das hat mir meine Oma schon mal erzählt. Also da gibt es so 10 Phrasen ungefähr oder so 10 Momente, die immer wieder kommen. Und das ist für mich so schön zu merken, da ist wer in dem Moment plötzlich ganz da und ganz wach und ganz verbunden und hat einfach wieder Bilder und Gerüche und Erinnerungen und Geschichten aus der Kindheit oder was mal jemand erzählt hat oder was man mal erlebt hat. Das ist in jedem von uns drinnen. Und ich sage auch immer, natürlich gibt es ganz, ganz tolle Heilpflanzen, die ganz besonders und ganz selten sind, aber die einfachsten, Brennnessel, Gänseblümchen, Löwenzahn, also die kennt wirklich jede und von denen kann man schon so viel machen. Also ich bin immer wieder selbst auch überrascht und begeistert, wenn ich wieder neue Studien lese und die Brennnessel, die ich selbst manchmal ein bisschen vernachlässige, weil die wächst ja eh überall und ich kenne sie ja eh so gut. Wenn ich dann wieder sehe, was das für prophylaktische Wirkungen sind, die da in der Pflanze versteckt sind, wie gut die schmeckt, die kann man einfach überall dazugeben, wenn sie eine Suppe ist, in alles, was spinatig ist oder Pizza oder wirklich in so Kleinigkeiten einfach, auch in ein Wasserglas einfach reinmixen, mit Blüten ein bisschen verzieren. Und man hat da so umfassende Wirkungen, man unterschätzt das so häufig und eben ich ertappe mich immer noch selber auf, wenn die Brennnesseln mal wieder einen halben Meter größer geworden sind und ich mir denke, ups, da hätte ich ja schon wieder 5-mal was davon essen und trinken können. Und das steht immer parat, man braucht dann manchmal gar nicht unbedingt einkaufen gehen und sagen, ah, ich brauche jetzt noch unbedingt ja, Tomaten oder was man einfach jetzt gerade noch irgendwie sozusagen unbedingt besorgen muss. Man hat im nächsten Umkreis so viel und selbst wenn man nur ein paar Plänzchen in Töpfen hat oder am Balkon, also man braucht auch nicht so viel, wie man manchmal denkt. Man braucht jetzt nicht einen riesen Hektar, auch wenn das perfekt wäre und wunderschön. Aber es reicht da einfach schon der Geruch, der Geschmack. Wir wissen, es wirkt ganz tief über das limbische System im Hirn auch etwas zu riechen. Düfte sind so stark mit Erinnerungen verbunden. Und da kann man einfach ganz, ganz schnell wieder zu sich finden. Das ist einfach, finde ich, das Schöne in der Natur, findet man immer zurück zu sich. Das ist, cool. Egal, wo man auch ist, das ist, geht ganz schnell und einfach. Ja, voll, ich sehe das auch so. Und wir können da schon ein bisschen so in diese Richtung hinschwenken, vielleicht, weil wir uns das vorher auch ausgemacht haben, dass wir schauen so ein bisschen, was könnte denn die Frauen so unterstützen auf ihren Weg, nicht? Es gibt so unterschiedliche Frauenthemen von Menstruation angefangen oder vielleicht Venenprobleme oder vielleicht Migräne oder was auch immer jetzt, ja. Und was sind denn aus deiner Erfahrung heraus oder vielleicht auch in deinem Buch, was du zusammengefasst hast, was sind aus deiner Erfahrung heraus so die Klassiker, die uns Frauen unterstützen? Also ich finde die drei wirklich klassischen Frauenheilpflanzen sind erstens der Frauenmantel, den kennen viele. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe so ein kleines Blütenwasser, das ich mir einfach gern zubereite. Ja, voll schön. Blüten, die ich da im Garten habe. Und als ich vorbeispaziert bin, ist mir auch noch ein Frauenmantel reingehüpft. Alchemiller, die Alchemistin unter den Heilpflanzen, sieht mir eben, schaut ja aus wie ein Frauenmäntelchen früher. Und ja, wunderschön. Ja, wunderschön, oder? Also ich finde, die Pflanze ist wirklich ganz toll und so weich und flaumig. Man kann natürlich auch die Blätter einfach essen oder ich gebe sie eben oft einfach in mein Getränk rein. Und die ist wirklich eine der Hauptheilpflanzen für Frauen. Ist ein Rosengewächs und verwendet man von Zyklusproblemen. Man kann es sogar in der Schwangerschaft in kleineren Mengen anwenden, auch im Wechsel. Also die ist wirklich für und gegen alle kleinen Zipperlein, die einen so das ganze Frauenleben lang begleiten. Und ist auch eine wunderschöne Pflanze, der Frauenmantel. Wer das kennt, an feuchten Tagen bildet sich ja Gutationstropfen, die manchmal ausschauen wie Tautropfen in der Mitte, sind aber tatsächlich durch die Pflanze gefiltertes Wasser. Und früher haben Alchemisten sogar versucht, aus diesem reinsten Wasser Blei in Gold zu verwandeln. Und jede Königin hat Frauenmantel in ihrem Garten, weil man auch sagt, man kann damit die Fältchen glätten und sozusagen hemmen. Also auch da finde ich eine ganz schöne Pflanze. Daneben natürlich auch die Schafgarbe, eine ganz, ganz wichtige Pflanze, auch im Leben der Frau, auch eine, die man wirklich von Zyklusbeschwerden, sehr stark entkrampfend, sehr stark entzündungshemmend, auch bei Magen-Darm-Beschwerden. Die Schafgarbe ist auch wirklich so eine, die man fast immer kennt. Venus-Augenbraue nennt man auch die kleinen Blätter, die jetzt schon sich zeigen, auch eben im Frühsommer blühen, tut sie ja dann erst in ein paar Wochen. Aber man kann die auch immer wieder verwenden, auch für Sitzbäder, für sozusagen Unterleibsdampfbäder, natürlich zum Trinken. Also ist auch eine sehr stark verdauungsfördernde Pflanze. Und als drittes liebe ich einfach die erste, die wichtigste unter den Heilpflanzen, die Artemisia, den Beifuß. Die ist wirklich eine der ganz klassischen, traditionellen Heilpflanzen. Der Name sagt es eben auch schon, Artemisia, die Göttin der Frauen, des Waldes, der Kinder. Eine ganz heilsame, mit so einem angenehmen Geschmack. Die darf man nicht in der Schwangerschaft annehmen, weil sie so stark das Becken wärmt, dass es früher auch zu Abtreibungen verwendet wurde.
Aber ein ganz tolles Gewürz, das viele auch schon eben im Gewürzkästchen haben, ist ja fürs Martini-Gansl oder für alle fetten Speisen eine Pflanze, die man oftmals dazu gibt zu Hausmannskost, weil es ganz stark die Gallentätigkeit und die Verdauung anregt. Aber eben auch wird zum Moxen verwendet, zum Räuchern. Der Beifuß ist wirklich eine der Pflanzen, zu der es so viel zu erzählen gibt. Auch die Schulmedizin verwendet ihn gegen Malaria, weiß man, dass das Artemisin, der Wirkstoff, ganz stark gegen Malaria hilft. Als Sonnenwendkraut bindet man sich den Beifuß zur Sommersonnenwende als Gürtel um und wirft ihn dann ins Feuer, damit sozusagen alle Krankheiten und Sorgen des letzten Jahres verschwinden. Und das ist wirklich eine der wirklich wenigen Pflanzen, die ich so sammle, weil ich einfach, ich finde, umso mehr man die Natur kennt, umso mehr findet man zu jeder Jahreszeit fast was, das einem gut tut. Also da braucht man dann nicht mehr so große Mengen sammeln. Ich finde, wenn man was neu kennenlernt, hat man immer Lust, jetzt Lindenblüten, boah, die Bäume sind voller Lindenblüten, da muss ich doch Säcke voll sammeln. Aber ich glaube, das kennt man, dann hat man einfach so viel Tee zu Hause und das ist gar nicht mehr notwendig. Ich habe das Gefühl, umso mehr man die Natur kennt, umso achtsamer wird man dann nochmal. Und Beifuß ist wirklich eine der wenigen Pflanzen, die ich auch noch sammle, weil die eben dann im Winter und eben bis eigentlich vor ein, zwei Monaten war er fast noch zu klein zum Pflücken. Jetzt wird er schon langsam wieder, aber der ist halt ein halbes Jahr circa nicht verfügbar in dem Sinne und meine Lieblingspflanze. Wärmt die Füße, wärmt die Hände im Winter. Auch die traditionelle chinesische Medizin sagt, er wärmt die Mitte. Mhm. Und er schmeckt einfach auch so gut und ist wirklich eine Wohltat auf jeder Ebene für Körper, Geist und Seele. Und das ist wirklich eine der wenigen und wächst dann eben auch fast bis zu 2 Meter hoch, je nach Standort. Und da kann man gut für den Winter sich einen kleinen Vorrat zulegen und dann, wie gesagt, ab Mai ist auch der Beifuß, die Artemisia, dann wieder überall zu finden. Und ein ganz häufiges Unkraut, aber wirklich eins der wichtigsten Heilkräuter. Also da haben wir den Frauenmantel, das Johanniskraut und den Beifuß. Und die Schafgabe, ja, Johanniskraut. Genau. Johanniskraut jetzt am Johannistag, natürlich eben im Juni und zur Sommersonnenwende das Kraut, das sozusagen die Fruchtbarkeit, die Sonne auch im Winter dann vor allem wieder ins Leben bringt, gerade bei Winterdepressionen. Da weiß man auch aus klinischen Studien sehr gut, dass Johanniskraut ist total wirksam. Man soll es nur im Sommer nicht anwenden, weil es auch sehr fotosensibel die Haut macht und dadurch zur Bildung von Altersflecken quasi und phototoxisch wirken kann. Das hat man sogar bei Schafen beobachtet. Das war ganz witzig, als ich das mal irgendwo gelesen habe, dass Schafe, die viel Johanniskraut essen und stark der Sonne exponiert sind. Also Johanniskraut ist wirklich ein Sommerkraut, das man im Sommer dann auch pflückt, aber im Winter zu sich nimmt. Also in den Monaten, wo die Sonne weniger ist und mit den gelben Blüten, bringt die wirklich sozusagen das Leuchten des Sommers und die Heilkraft von Johannes dem Täufer. Wohl, man sagt eben an der Stelle, wo ihm der Kopf abgeschlagen wurde, ist das Johanniskraut zum ersten Mal gewachsen und eben wenn man die Blüten zerquetscht, dann kommt immer noch das heilsame Blut raus. Also eben diese Geschichten, finde ich, sind so stark und man kann sich so viel daraus mitnehmen und merken und ob es genauso gewesen ist oder vielleicht so ähnlich, das steht auf einer anderen Seite, aber so finde ich, kann man ganz viel auch über das Aussehen, über den Geruch, über die Verwendung von Pflanzen und der Natur im Allgemeinen einfach lernen. Und man kann eben, so wie du sagst, ne, man kann sich Tee machen, man kann es für Rituale verwenden, ja. Ich verwende es eben zum Beispiel auch sehr, sehr gerne zum Räuchern. Also all die Kräuter, die du erzählt hast, manchmal nehme ich dann auch noch ein paar Rotklee, also gerade das, was am Blümchen gerade so herumwächst und ich drehe mir selbst meine Räuchersticks und lasse die trocknen, ja, und verwende die im Herbst oder im Winter dann. Also es ist einfach wirklich eine wunderschöne Möglichkeit, um die Natur auch auf verschiedenste Ebenen mit in unser alltägliches Leben einzubinden. Absolut, ja, und auch gerade beim Räuchern, das ist natürlich ein schönes Ritual, aber auch da kann man messen, dass die Keimzahl in der Luft sich reduziert. Also auch das finde ich, ist einfach für mich als Wissenschaftlerin immer dann noch irgendwie schöner, dann zu wissen, aha, da mache ich jetzt nicht nur was angenehm duftet und was mir gut tut und wo ich das Gefühl habe, das macht sozusagen den Raum wieder frei und leicht, sondern da weiß ich auch, aha, gut, ja, das hat auch wirklich eine Wirkung. Also das, was man eigentlich eh schon immer macht, in Krankenhäusern haben wir früher viel geräuchert. Das ist so individuell. Ich liebe zum Beispiel dann noch Harze dazu zu geben, Fichtenharze, wenn man das findet an Bäumen, die stecke ich dann noch bei mir in die Kräutersticks rein. Und das ist das, was mir noch ganz besonders gut tut. Also das ist so individuell und so schön. Und das sind alles einfache Praktiken, so wie du sagst, dann Räucherstick sich binden, einfach aus den Pflanzen, die einem dann auch gut tun. Oder dann gleich einen machen, aus dem man wahlweise einen Tee machen kann oder dann oder zum Räuchern verwenden kann. Also da gibt es so viele Anwendungen. Naturkosmetik, Naturküche, das ist ja wirklich so ein großes Thema. Das finde ich auch so schön. Und das ist das Coole, was ich einfach immer so schätze. Ich selber lerne so viel noch dazu. Ich habe, glaube ich, schon echt ein großes Wissen in dem Bereich. Aber bei jeder Wanderung habe ich noch immer was dazugelernt. Sei es ein neuer Name, den ich irgendwie nicht kenne. Da gibt es ja so viele regionale, individuelle
Namen, neue Verwendungen, wo man sagt, ah, und meine Oma hat das so verwendet und ich kenne das auch von daher. Also ich finde es wirklich ein Gebiet, wo einfach jeder ein Grundwissen hat und auch jeder immer dazulernen kann. Und das finde ich einfach was. Weil es so viele, so unterschiedliche Geschichten dazu gibt, nicht? Geschichten, Anwendungen, ja, also es ist einfach voll. Ein großes Thema. Und auch die Wissenschaft kennt erst ganz wenig, muss man einfach sagen, von den Pflanzen und dann auch noch von jeder einzelnen Pflanze, die aus immer über 10.000 Inhaltsstoffen besteht. Und da werden sich natürlich die Leitsubstanzen angeschaut, aber dann weiß man schon wieder sehr wenig, muss ich sagen. Also natürlich, dann nimmt man auch die Pflanzen, die einfach aus der Tradition kommen, die traditionellen europäischen Heilpflanzen und schaut sich die als erstes an. Aber die Wissenschaft ist ja viel jünger als all das, was unsere Großmütter, Urgroßmütter und Ahninnen verwendet haben. Voll. Und die haben es einfach gewusst, ne? Die haben es erspürt, die haben es gewusst, die haben mit dem Seelengeist der Pflanze gesprochen, weil da was ganz anderes. Aber es ist okay, also Wissenschaft ist ja auch in unserer heutigen Zeit also ganz wichtig. Also für mich ist die Verbindung einfach so cool, dass voll. Ich dann weiß, aha, das Alte, das ist auch, das wird auch bestätigt und das zeigt sich. Voll. Patricia, du hast jetzt gerade dein Buch hergezeigt. Möchtest du mal ganz kurz noch ein bisschen was zu deinem Buch sagen? Ja, also das ist eben mein Frauenkräuterbuch. Ich weiß nicht, wie es am besten nicht spiegelt. Wilde Kräuter, ja, wilde Frauen, genau. Also da geht es eben, wie gesagt, um diese 5 Phasen oder auch 5 Archetypinnen, all die Aspekte der Frau. Insgesamt um 25 Heilpflanzen, eh die traditionellen, viele Rezepte gibt es da drin, Naturküche, Naturkosmetik, natürlich in der Naturapotheke. Geschichten, Märchen, also das ist wirklich ein Buch, was im Leben der Frau eine nette Begleitung, glaube ich, bieten kann. Der Rüdiger Dahlke hat auch ein Vorwort geschrieben darin und auch eine Ärztin, die ich sehr schätze, eine orthomolekulare Medizinerin. Und das ist wirklich so ein Werk, wenn man mal einfach nachschauen will für diverse Beschwerden. Also alles, was von PMS eben über Schwangerschaft, über Geburt und Wechsel geht, da ist überall etwas darin zu finden. Ja, und wer vielleicht noch ein bisschen mehr sich dafür interessiert, kann er natürlich auch den richtig fetten Schmöker bei mir in der Heilpflanzenakademie sich anschauen. Da geht es dann wirklich um alle quasi europäischen Heilpflanzen. Aber damit kann man schon auch gut was pressen. Der ist dann wirklich das umfassende Paket mit allem, wo dann auch Männer, Heilpflanzen, Tiere und alles andere vorkommt, das einen vielleicht noch interessieren könnte. Hast du das auch geschrieben, das Buch? Genau, das ist auch von mir. Das ist eben mein Heilpflanzenakademie-Buch. Vielleicht da sieht man so ein bisschen meinen Namen da irgendwo. Ist da. Ah ja, jetzt sieht man es. Das ist wirklich ein fetter Schmöker eben mit allem. Also da in der Heilpflanzenakademie lernt man wirklich auch alles, was Heilpflanzen betrifft, eben von Ethnobotanik, also kultureller und ritueller Verwendung, über Wissenschaft, über Naturkosmetik, Naturküche, ja, über Selbstnaturführungen zu machen. Einfach alles, was in dem Kontext Heilpflanzen ist, ist da zusammengefasst, kann man cool sagen, die Schmöker. Und bietet nochmal wirklich einen tiefen Einblick in die Welt der Heilpflanzen und auch Baumheilkunde. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man nicht vergisst. Man beginnt dann ja so einen Blick auf den Boden zu bekommen und die ganzen Blüten anzuschauen und dann steht man irgendwann mal vor einem Baum und viele wissen dann noch immer nicht, was für ein Baum das ist. Und das ist was, was mir dann auch noch wichtig ist, eben zu bedenken, was sind die Bäume eigentlich, die uns auch schon seit Jahrtausenden begleiten. Viele Dörfer heißen danach, ganz viele Rituale, Linden, Eichen sind oftmals so zentrale Bäume gewesen und was man mit denen eigentlich alles machen kann. Das wissen noch die allerwenigsten. Also das finde ich auch noch so ein ganz ein faszinierendes Thema. Und da geht es eben auch in der Heilpflanzenakademie um die Baumheilkunde und alle Verwendungen. Oh, voll schön. Mir kommt gerade eine Idee. Ich glaube, ich werde dir zwei Bücher von dem Frauenbuch abkaufen. Ja, und ich werde ein Buch für mich selbst behalten und ich werde werde ich einfach ein Gewinnspiel machen. Ah, wie schön, das freut. Werde ich das verlosen. An eine Seele da draußen. Ja, gerne. Ja, wunderbar. Wie können die Leute zu deinen Büchern kommen, Patricia? Kann man die im Buchladen kaufen oder bei dir? Genau, also einerseits im Buchhandel, gerne auch auf meiner Webseite, entweder heilpflanzenakademie.com. villanatura.at ist quasi das, wo es auch alle Termine gibt zu den Kräuterwanderungen-Workshops oder auch ichbinnatur.com. Das ist vielleicht noch am einfachsten zu merken, weil jeder von uns ist Natur und da kommentiert. Aber einfach meinen Namen googeln, glaube ich, schafft man auch mittlerweile. Kennt man mich in der Welt der Heilpflanzen, also da findet man mich ganz leicht. Patricia Purke, einfach Heilpflanzen und dann hat man schon was von den Büchern und findet sich schnell durch. Und sonst einfach eine E-Mail schreiben bei Fragen. Gerne. Patricia, wenn wir jetzt dann langsam so ein bisschen in Richtung Ende unseres heutigen Gespräches gehen, was wäre so deine Botschaft, die du gerne noch so nach draußen bringen möchtest? Das Wichtigste und das Schönste, was ich einfach sozusagen inspirieren möchte, ist wirklich, dass jeder einfach mal rausgeht. Und zwar, da muss man nicht unbedingt irgendwo ganz woanders hingehen. In der Stadt gibt es so viele wilde Ecken und Hecken zu finden.
mal einfach anzuschauen, den nächsten Baum, den man findet, und zu überlegen, kenne ich den eigentlich, weiß ich, was das für ein Baum ist und was ich damit vielleicht machen kann. Weil gerade Bäume sind ja auch super, oftmals an der Straße und gerade in der Stadt ist manchmal gar nicht so leicht, wenn man jetzt einen Platz zum Ernten findet, wenn Hunde vorbeigehen oder Autos fahren. Aber bei Bäumen hat man noch viel einfacher den Zugang, da macht kein Hund hin. Wenn man einen schönen Kunden hat, dann ist der oftmals auch an einem Standort, wo man auch gut zum Beispiel Lindenblüten pflücken kann. Also wirklich einfach mal rausgehen und die Natur einfach nochmal bewusster wahrnehmen. Man ist sowieso, jeder von uns geht spazieren, ist unterwegs, geht von da nach dort, von A nach B, egal welche Wege man hat, es begegnen einem auf jedem Weg Hunderte von Heilpflanzen und einfach mal genauer hinzuschauen und zu schauen, ob man die erkennt. Und dann ist der nächste Schritt das Entdecken, das Erkennen, dann vielleicht mal das Verwenden. Aber ich finde das Schöne, was mich glücklich macht, ist einfach mal zu wissen, was das ist. Mhm. Wenn ich dann auch frage, und wofür verwendet man das und wofür verwendet man das und wofür verwendet man das, dann bin ich dann manchmal so ein bisschen, hey, langsam, es geht mal darum, schau mal, was das für eine tolle Pflanze ist. Man muss nicht unbedingt alles verwenden, sondern einfach das Wissen macht schon so glücklich, das erlebe ich immer wieder. Und dann die Fun Facts, ist eine Sommerlinde, ist eine Winterlinde, wie kann man dann wirklich die einzelnen Arten noch unterscheiden, und das macht dann richtig Spaß. Ja, bei diesen Entdecken, von dem du jetzt gerade so erzählst, merke ich gerade, das ist auch so dieses Entschleunigen, nicht? Dieses Absolut. Wieder zur Ruhe kommen, ja. Also all diese To-Dos, die wir da so in unserem Leben glauben, abarbeiten zu müssen, ja, ist genau die Einladung der Pflanze, so dieses komm doch wieder langsam runter und finde dein eigenes Tempo und ich helfe dir dabei. Genau, ja, so empfinde ich es auch. Ja. Voll schön. Ja, liebe Patrizia, ich danke dir vielmals. Es hat mir viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Spannend, ja, lustig, dass wir da eigentlich so viele Gemeinsamkeiten auch noch entdeckt haben zusätzlich. War echt sehr nett und freue ich mich. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe. Und ihr lieben Seelen da draußen, wenn ihr euch gerufen fühlt, meldet euch bei der Patrizia. Sie hat euch eh schon im Vorfeld jetzt erzählt, auf welchen Seiten ihr in Kontakt treten könnt. Und ja, und es wird eben jetzt in ein paar Tagen die Möglichkeit geben, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Eines der Bücher von Patrizia, das sie uns erzählt hat, könnt ihr gewinnen. Und ja, vielleicht war auch heute wieder etwas für euch mit dabei. Das wäre unser größter Wunsch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Dir ein Danke vielmals für deine Zeit und alles Liebe. Alles Liebe mit dir. Ciao. Tschüss.